Hallo Männer, ich grüße euch. Heute mal nicht aus meiner typischen Männerschmiede. Wisst ihr, was das ist? Das hier? Das ist euer Lebensweg als Mann, wie ich ihn mir ausgedacht habe. Nein, wirklich. Ich war heute Morgen unterwegs in die Schweiz. Ich hatte dort einen Vortrag. Der Vortrag ist fertig, der ist rum. Ich hatte eine gute Ambiente, ich hatte viel Spaß, gute Freunde gefunden und ich denke, der Vortrag war gelungen. Und während ich aber von meinem Heimatort in die Schweiz fuhr, hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich das Mannwerden sehe, welche Etappen dazugehören und was ich euch vielleicht für Tipps mitgeben kann aus meiner Erfahrung raus als Mann. Bin auch schon 60 Jahre lang Mann, ja, und da kam einiges zusammen. Ich habe mir, wie gesagt, auch die Uhrzeiten aufgeschrieben und wir gehen es mal einzeln durch. Kann sein, dass ich ab und zu mal nachlesen muss, mir Gedanken muss, was ich da überhaupt meinte, ja. Wie gesagt, im Auto unterwegs sein und gleichzeitig Gedanken aufschreiben ist nicht immer leicht. 6:54 Uhr, mein erster Gedanke, 6:54 Uhr. Mann sein heißt überall mal ranschnuppern. Das heißt auf Deutsch, ich hatte da den Gedanken, dass man als Mann alles mal ausprobieren muss. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Ja? Auch zum Beispiel Alkohol, Zigaretten, Hardstoff, also dann rein in die Materie. Ja, vielleicht nicht allzu hart, aber man sollte im Leben alles mal ausprobiert haben als Mann. Ja, dann kann man nachher den Unterschied sagen, ja, das hat mir Spaß gemacht, das will ich, das ist schön, oder was hat das denn überhaupt mit mir gemacht? Ja, kann ich darauf verzichten oder brauche ich das immer? Oder man kann nicht mitreden, man kann die anderen nicht verdammen, wenn man gewisse Dinge nicht gemacht hat, wenn man da nie rangeschnuppert hat, wenn man gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Ja, also alles mal probieren, dann für sich entscheiden, ist es schön, kann ich darauf verzichten, brauche ich das? Und Mann sein heißt auch zu sagen, in der letzten Konsequenz, nein, das brauche ich nicht, da verzichte ich. Mann sein heißt Verzicht. Ja, okay, habe ich probiert, war schön, aber es kann mich zerstören, es ist mein Feind und das brauche ich nicht. Und das ist Mann sein. Einfach mal sagen, nein, okay, geile Sache, ich liebe Rotwein, aber ich muss ihn nicht jeden Tag trinken. So zum Beispiel, ja. Oder das gleiche mit den Zigaretten, ja. Gut, nein, 6:57 Uhr. Mann sein oder werden ist für mich kein Ziel in sich selbst. Ja, das habe ich, dieser Gedanke kam mir also 3 Minuten vor 7. Und es gibt kein Ziel. Es gibt kein Ziel in der Mannwerdung, ja. Und der Weg ist das Ziel. Ja. Frank Sinatra hat es mal ganz großartig beschrieben in einem Song, I did it my way. Wenn du deinen Weg als Mann gehst und du denkst, das, was du machst, ist richtig und du kannst später sagen, ja, ich habe das Mann werden, es ist ja kein Ziel in sich selbst, es ist ja ein langer Weg, es ist ja nie fertig, aber ich habe das Mann werden bis jetzt auf meine Art und Weise gemacht, my way, dann warst du auf dem richtigen Weg. So geht Mann werden, nie nachäffen, nachahmen. Den Weg gehen, den andere für dich vorschreiben, sondern du musst deinen Weg finden. Und dann bist du richtig und dann kannst du gar nichts falsch machen. Ja, das ist der Charme des Mannwerdens, wenn man selber herausfindet, was man braucht, was man will, welche Pfade man einschlagen könnte. Ja? Und manchmal ist es ja auch so, dass du dir raussuchst, welchen Weg du gehst, ganz bewusst. Weil du das möchtest, weil du das austesten möchtest. Aber manchmal ist ja ganz brutal, da sucht sich nämlich das Leben für dich aus, durch welche Scheiße du warten musst. Ja, dann sagt das Leben, hier hast du einen dicken Brocken, komm damit, friss oder stirb. Ja, komm klar damit. Ja, und dann musst du schauen, wie du damit fertig wirst. Ja. Du machst das auf deine Art und Weise, you make it your way. Und das ist gut so. Ja. 7:09 Uhr, ein paar Minuten später. Ja, Umgang mit Erkenntnissen. Ich habe da ein Beispiel. Ich bin jetzt auch schon 59, fast, ich gehe auf die 60 zu. Und ich habe festgestellt, mit 50 Jahren, ja, also vor fast 10 Jahren, habe ich festgestellt, dass ich ein gnadenloser Einzelgänger bin. Ja. Ich habe mich nie auf die anderen verlassen. Ich wollte immer mein Ding machen, war immer ein Eigenbrödler und habe den anderen eigentlich nie vertraut. Und jetzt, wo ich fast 59 bin, bin ich erst auf dem guten Weg, die Erkenntnis herauszufinden für mich, dass das ein falscher Weg ist. Ja?
dass es ein falscher Weg ist. Ich sollte mehr den anderen Menschen vertrauen, den anderen Männern vertrauen. Ich sollte mich mehr öffnen nach außen, ja. Und ich wünsche mir eigentlich jemand, der sagt, der mal herkommt zu mir, ja, und das kannst du sein, herkommt zu mir und sagt, hey Tom, du bist nicht allein. Das sind noch andere. Ja, komm herunter von deinem Ego-Trip hier und mach mal einen auf Kollektiv. Ja, du kannst den anderen auch vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger Prozess. Vielleicht fühlst du dich jetzt betroffen. Na dann, gute Nacht. Schöne Sache, würde ich sagen. Ja, gut. 7:19 Uhr, ein paar Minuten später. Ja. Verschiedene Wege gehen, alle Facetten vielleicht auch mal gegensätzlich erleben. Ja? Hier habe ich gemeint, dass du vielleicht jemand bist, wie ich zum Beispiel auch war, der gerne militant unterwegs ist, der gerne zur Bundeswehr geht, der militant ist, der gerne in Sachen Security unterwegs ist. Alles, was so typische Männerberufe sind. Ja? Und hier ist es wichtig, wenn du Mann werden möchtest oder auf deinen Weg als Mann beschreiten, dass du auch mal das Gegensätzliche kennenlernst. Ja? Wenn du das Positive kennenlernen möchtest, solltest du auch das dessen Negativ kennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, du bist jetzt der Militante, der Militär, der Bundeswehr, der, was weiß ich, Fremdenlegung, wie ich war, der vom THW, der Feuerwehr. Dann wünsche ich dir, dass du auch mal den anderen Weg kennst, nämlich das Friedliche. Geh mal sonntags in die Kirche, hock dich auf eine Bank und hör zu und lass das einwirken und schau, was das mit dir macht. Geh auch mal den christlichen Weg. Warum nicht? Hinterher kannst du sagen, ich habe es probiert, es ist nichts für mich. Ja? Oder geh mal den Jakobsweg. Geh mal den Jakobsweg, halte mal still auf irgendeiner Bank, auf einem Aussichtsturm, auf einem ganz speziellen Punkt, der sehr schön ist. Setz dich hin, hör auf die Natur, was dir dieser Weg sagt. Ja, ist ja ein 1000 Jahre alter Weg, wo tausende, Millionen von Menschen gegangen sind. Was sagt das dir? Wie wirkt das auf dich? Ja, lass das mal auf dich einwirken und schau, welcher Mensch du nachher bist. Du kannst dann immer sagen, nachher, okay, ist nichts für mich, ich habe es probiert. Oder, okay, was habe ich bis jetzt falsch gemacht? Ja, was habe ich vielleicht vermisst? Ja. 7:25 Uhr, hier ist mal. 7:25 Uhr, ja. Ich möchte Mann werden. Der Wille für sich selbst zu sorgen, das hatte ich damit gemeint. Das heißt, du als Mann könntest bestimmen, dass du selbst für dich sorgst. Also lass nicht den Staat oder die Gesellschaft für dich sorgen, sondern mach das selber. Ich spreche jetzt zum Beispiel, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, wenn du Arbeitslosengeld beziehst, das ist nichts, wo du drauf stolz sein solltest, ja? Sondern ergreif eine Chance, nutze jede Chance, um für dich selbst zu sorgen, ohne in eine gewisse Art von Abhängigkeit zu fallen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig für einen Mann. Ja? Damit im Hintergrund, im Background, hier oben bei dir läuft, hey, ich bin von niemandem abhängig. Ich brauche die anderen nicht. Ich kann das auch selber. Und da könntest du stolz drauf sein. Ja? Denn diese Abhängigkeit, ja, du bist ein Krieger. Bade dich nicht in Sicherheiten, sondern nutze die Chancen und hab darin Erfolg oder hab Misserfolg, aber do it your way und ohne in eine Abhängigkeit zu verfallen. Das tut dir nicht gut. Ja? 7:35 Uhr. Tu irgendwann mal in deinem Leben Dinge, die kein anderer Mann tun würde. Es gibt verrückte Dinge zu tun. Und wir Männer sind ja kein Stereotyp. Es gibt kein Stereotyp, Mann. Ja? Linke Grenze, rechte Grenze, oben, unten. Und genau in diesem Viereck musst du marschieren. Denn so geht Mann. Nein, falsch. Mann geht, wie du es möchtest. Wie du es gerne möchtest. Und das ist ganz, ganz wichtig. Your way. Das heißt, tu auch mal etwas, wo du aus dem Rahmen fällst. Und zwar total. Ja, mach Dinge, die andere Männer niemals machen würden. Ja, die dein Bruder nicht machen würde, deine Verwandtschaft, deine Bekanntschaft nicht machen würde, die andere Männer, die du kennst, gar nicht machen würden. Denn es ist etwas Exzeptionelles, es aus dem Rahmen zu fallen, das zeugt von Größe, das zeugt von Charakter, das macht dich interessant auch. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht immer nur geschlagene Pfade gehen, ja, nicht immer die Autobahn nehmen. Nimm auch mal hintenrum die Wege, die hintenrum führen und die halt anders sind. Das macht das Leben interessant. Das gibt das Salz in unsere Suppe, Männer. Ja. Gut.
Also niemals, sich niemals in Sicherheit baden, sondern wirklich auch mal dem Risiko verfallen. Das meine ich damit. 7:40 Uhr. Ja, mach dich nicht verantwortlich für die Gedanken anderer. Ja, wir wissen es, üble Nachrede, da sagt der Nachbar zum anderen Nachbarn, du bist ein Idiot, oder das sagt er natürlich nicht vor dir, das sagt vor ihm, das sagt er dann hinter seinem Rücken. Und genauso hast du Männer und Frauen, Bekannte, Verwandte, die in deinem Rücken schlecht über dich reden, die dir nicht wohlgesonnen sind, die an dir nichts Schönes, nichts Positives, nichts Starkes, nichts Charakterfestes finden. Ja, du bist der Loser, du bist ein Idiot, du bist ein Hirnheini, was weiß ich. Aber das sind nicht deine Gedanken. Du hast da keinen Handlungsbedarf. Du bist nicht verantwortlich dafür, was andere über dich denken. Ja? Also betrifft es dich nicht. Lass sie reden. Bleib cool. Es ist für dich kein Handlungsbedarf. Du weißt, wer du bist. Du kennst deine Werte. Und das zählt. Und das andere zählt nicht. Ja? Let it flow. Lass die anderen reden. Kein Handlungsbedarf für dich. Sie verschwenden ihre Energie. Und dich sollte es nicht berühren. Ganz einfach. Ja. Eine Sache noch, bevor ich den letzten Zettel hier vorlese um 7:25 Uhr. Prioritäten. Für uns sollten die Menschen Prioritäten haben. Die Behandlung, der Umgang mit anderen Menschen. Und, bevor wir überhaupt so weit sind, mit anderen Menschen positiv umzugehen, und zwar wirklich effizient. Effizient meine ich aus tiefstem Herzen, ja, mit anderen Menschen umzugehen, sollten wir lernen, mit uns selbst umzugehen. Das heißt, kümmere dich um dich. Ja. Sorg dafür, dass es dir gut geht. Lass es dir gut gehen. Fange an, dich zu lieben. Du bist ein wertvoller Mensch. Bleib so. Ja. Früh aufstehen, Blick in den Spiegel und sagen, ja, das bin ich. Und genauso wie ich bin, mit allen Facetten, die ich habe, liebe ich mich. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und erst dann kannst du anfangen, andere Menschen auch diese Wertschätzung zu bringen. Ja, das hat eine ganz andere Dimension, als würdest du dich selbst nicht lieben. Ja, und der Umgang mit Menschen ist unwahrscheinlich wichtig. Der positive Umgang mit anderen Menschen, die wir mögen eigentlich, die wir lieben, ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne Männer, ich sehe die jeden Tag. Die putzen ihr Auto, die putzen ihr Motorrad. Die nageln, die hämmern, die machen Rasenmähen. Ja, jeder Nagel ist da am Platz, wohin gehören muss, und jeder Hammer. Und der Rasenmäher, der steht so rum und nicht andersrum. Die knien vor ihrem Auto, als wäre das Auto der liebe Gott. Na, das ist doch grundfalsch. Das ist doch grundfalsch. Diese Männer können nicht lieben. Ja? Die lieben nur sich und ihre Arbeit. Ja? Wenn die mit der gleichen Inbrunst und Intensität, wie sie ihr Auto putzen, ihr Haus instand setzen und ihre Garage aufräumen. Wenn sie mit der gleichen Intensität sich um ihre Lieben, um ihre Frau, Freundin, Sohn, Tochter, Enkel kümmern würden, wow, dann wären sie gewachsen als Mensch. Aber der ständig sein Auto putzt und sein Auto besser behandelt als seine Frau, der ist nicht gewachsen, ist irgendwo stehen geblieben auf einem gewissen Level. Und der wird das Level darüber niemals erreichen. Ja, niemals erreichen. Ja. Und ich hatte mir noch einen Zettel gemacht, den finde ich gerade nicht. Es geht um Materialismus. Was brauchen wir Männer? Was brauchen Menschen allgemein? Dach über dem Kopf, Essen im Topf, warm, trocken, ärztliche Versorgung und mehr nicht. Und eine Arbeit. Ja, etwas zu tun und mehr nicht. Und mehr nicht. Das ist es. Wir brauchen keinen Luxus, wir brauchen keinen schnöden Mammon. Ja, ich kenne Männer, die haben einen guten Beruf, haben einen guten Job. Die haben ein Haus, wo sie mit ihrer Frau und mit den zwei Kindern wohnen. Ein Haus, wo du normalerweise 16 Familien unterbringen könntest. Ja, die haben in der Garage drei Autos stehen. Und da frage ich mich, okay, warum? Wir werden nackt geboren, und wenn wir in die Kiste springen, na, dann sind wir auch nackt. Wir können nichts mehr rübernehmen. Ja, wir können aus dieser Welt nichts am Materialismus mitnehmen. Und da muss ich mir die Frage stellen, welcher Mann braucht das? Welcher Mann braucht diesen Materialismus für was? Geht es dir dann besser als Mann? Bist du ein besserer Mann? Fühlst du dich besser? Fühlen wir uns besser? Ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Ja? Wir brauchen sehr, 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 sehr wenig.
Und wie gesagt, ich habe mal in Lyon einen Penner getroffen. Ich habe mich mit dem, der hat mir eine Krawatte gebunden, die Story habe ich schon mal erzählt. Und der hatte nichts, der hatte alles verloren. Und dieser Mann, der hat mir gesagt, früher war er reich, dann gab es irgendwie einen Scheidungsprozess, er hat alles verloren und jetzt war er arm, er war ein Penner, der schlief auf der Straße, Flasche Rotwein neben sich. Ein geiler Typ, ein cooler Typ. Ich habe den was zu essen bestellt, ich habe den eine Flasche Rotwein gekauft, ich war im Anzug, er im Penneranzug und ich habe mit dem auf offener Straße sitzend, ja, neben ihm eine Flasche Rotwein getrunken mit dem Mann aus dem gleichen Blechnapf. Ich habe ihm Essen gegeben, wir haben mit den Fingern gegessen aus dem Teller. Ich hatte die beste Unterhaltung, die ich je in meinem Leben hatte, mit einem sehr interessanten Menschen. Und er sagte mir, wie er noch reich war, da war er immer unter Stress, immer unterwegs. Er wollte immer besser, mehr, weiter, schneller. Ja? Und diese Dimension, besser, mehr, weiter, schneller, höher, die ist total entfallen, wie er dann ein Penner auf der Straße war. Und er sagte, da ist mir eine Last von den Schultern genommen worden. Mir geht es gut. Ich habe Dach über dem Kopf. Das ist sein Karton, ja, sein Kartonhaus. Ich habe warm, relativ warm. Er hat da Kerzen aufgestellt, Poncho über die Schultern. Der hat einen alten Duvet, Schlafsack. Ja, wenn es wirklich kalte Winter sind, dann schläft er unten in den U-Bahn-Schächten oder irgendwo, wo es halt ein bisschen wärmer ist. Ja, er hat zu essen, wie ja Leute, wie ich es bin, die Mitleid haben. Nicht Mitleid. Nein, Mitleid ist das falsche Wort. Wenn ich Mitleid hätte, wäre es für den kein Kompliment. Ich gebe gerne. Das hat mit Mitleid nichts zu tun. Ich hatte mit dem kein Mitleid. Im Gegenteil. Ja, ich hatte mit mir ein bisschen Mitleid, dass ich nicht diese Freiheit habe, dass mir jetzt 10 Zentner Ballast von den Schultern gefallen sind und dass mir jetzt besser geht. Ja. Also, das nur um zu sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen keinen Materialismus. Das macht uns nicht zu besseren Menschen, gar nicht. Und dich auch nicht zum besseren Mann. Gut, jetzt kannst du für dich aussortieren, was du nehmen möchtest von dem, was ich hier auf diesen Zettel gekritzelt habe. Es gäbe noch viel zu sagen, ich werde noch viel sagen, aber erst möchte ich mal, dass ihr mich ins Wochenende entlasst. Ich habe nämlich heute schon einen Hammertag hinter mir. 3 Uhr aufstehen, 4 Uhr losfahren. Ja, ganzen Tag auf der Autobahn. Jetzt erzähle ich euch die Story von der wilden Sau, wie man Mann sein darf oder kann oder könnte. Ja, ihr müsst ja von mir nichts annehmen, was ihr nicht wollt. Das ist es ja. Und Horido, hurra die Gams, ich wünsche euch ein tolles Wochenende, einen schönen Sonntag. Ja, und ja, Amitié Légionnaire, euer Thomas Gast, bleibt cool, haltet die Hände still und Finger weg vom Alkohol. Bye bye.